herzlich willkommen zu einer weiteren Manga-Review, heute zu Broken Girl. Broken Girl erschien 2016 in Japan und 2017 schließlich im Egmont Manga Verlag in Deutschland. Die Geschichte von Broken Girl ist von Nisio Issin geschrieben, einem sehr bekannten Manga-Autor aus Japan, unter anderem bekannt für Werke wie Attractive Detectives. Die Zeichnungen von Broken Girl sind von Matsuru Hattori. Sie ist unter anderem bekannt für Werke wie San Kareya. In Broken Girl geht es hauptsächlich um zwei Charaktere. Zum einen haben wir Kakimoto. Er ist ein Student, eher durchschnittlich, hat sich aber schon seit Kindestagen vorgenommen, Schriftsteller zu werden. Allerdings wird er permanent bei Verlagen abgelehnt, weil er weiß, dass er ein Möchtegern-Schriftsteller ist, der Geschichten nicht erzählt, sondern nur lügt. Zum anderen haben wir noch Yuyu. Ihr richtiger Name wird in dem Manga nicht bekannt, dementsprechend wird sie nur durch diese zwei Kürzel bezeichnet. Recht viel mehr weiß man auch nicht über Yuyu, außer dass sie in die Grundschule geht und ziemlich still ist. Ohne das Mädchen wäre ich nie Schriftsteller geworden. Das Mädchen, das mich zu Fall brachte, mich entführte und gefangen hielt. Das sind die Worte von Kakimoto, einem Studenten und angehenden Schriftsteller, dessen Erfolg ziemlich lange auf sich warten lässt. So lange, bis er Zeuge eines Unfalls wird, bei dem ein Mädchen überfahren wurde. Allerdings, nicht der Unfall an sich blieb ihm lange im Gedächtnis, sondern das Verhalten des anderen Mädchens, welches überlebt hatte. Das Mädchen, das überlebt hatte, blieb stehen und speicherte in aller Ruhe ihr Spiel auf dem Gameboy, bis sie schließlich panisch zu ihrer überfahrenen Freundin lief. Diese doch relativ seltsame Reihenfolge blieb Kakimoto eine ganze Weile im Kopf. So lange, bis schließlich dieses Mädchen in seiner Wohnung unter seinem Schreibtisch sitzt und ihn mit einem Messer bedroht. Sie bedroht ihn, weil sie sagt, er hätte ihr wahres Ich erkannt. Damit begann seine Woche als Gefangener im Wandschrank von Yuyus Zuhause. In diesen Tagen lernt er immer mehr über Yuyu und dass diese komischen Reihenfolgen, die sie einhält, einen bestimmten Grund hat. Und auch, warum man immer guten Appetit sagen muss. Dank Yuyu wird Kakimoto von einem Möchtegern-Schriftsteller zu einem Schriftsteller. Zu jemandem, der nicht lügt, sondern Geschichten erzählt. Broken Girl hat anfänglich einen etwas gewöhnungsbedürftigen Erzählstil, denn es wird aus der Perspektive von Kakimoto 10 Jahre nach den Ereignissen erzählt. Somit gleicht es eher einer guten Nachtgeschichte, die man erzählt bekommt. Das Genre Mystery ist dabei vollkommen erfüllt. Auch wenn man eher die englischsprachige Auslegung beachten muss, was mehr in Richtung Kriminalliteratur geht und nicht so wie im Deutschen in Richtung Übernatürliches und Fantasy. Der Zeichenstil ist kein flauschiger Shoujo-Zeichenstil. Er ist düster, beklemmend und lässt einen die gesamte Geschichte über nicht los. Und je mehr man liest, merkt man, dass genau dieser Stil perfekt auf die Geschichte passt. Broken Girl ist unscheinbar. Und für mich persönlich eine der besten Entdeckungen des letzten Jahres. Die Geschichte wird unheimlich spannend erzählt und mit jeder kleinen Information, die man bekommt, will man immer mehr wissen, was in Yuyus Vergangenheit passiert ist und warum sie aus Kakimoto den Schriftsteller gemacht hat, der er immer sein wollte. Mit 3 Bänden hat der Manga eine sehr angenehme Länge, sodass genügend Details Platz haben, aber man zwischendurch nicht das Gefühl bekommt, dass diese Information jetzt doch ziemlich unnötig war und nichts zu der Geschichte beitragen kann. Allerdings muss man sich auf den doch außergewöhnlichen Erzählstil einlassen können. Wenn man das tut, wird man mit einer fabelhaften Geschichte belohnt. Das war meine Review zu Broken Girl. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch da lassen oder einen Kommentar schreiben. Wenn nicht, könnt ihr mir gerne konstruktive Kritik auch in die Kommentare schreiben. Nur so kann ich aus meinem Video lernen und sie besser machen, um für euch angenehmer zu gestalten. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Review wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen!